Ja, gestern Abend hier in Berlin schlagartig dunkel und dann kam auch richtig was runter. Aber natürlich nicht nur in der Hauptstadt. Diese heftigen Unwetter sind über weite Teile Deutschlands hinweggezogen. Und da waren Sturmböen dabei mit bis zu 110 Stundenkilometern, entwurzelte Bäume. Stellenweise gab es massiven Hagel. In Brandenburg, da sprachen Augenzeugen sogar von einem kleinen Tornado. Und in Berlin, da rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. In der Hauptstadt macht das Partyvolk das Beste aus dem Unwetter. Zum Weißwein liefert der Gewittersturm mit dicken Hagelkörnern das Eis quasi frei Haus. Die Bilanz, als der Spuk zu Ende ist: Verwüstung, abgerissene Äste und zerstörte Ampelanlagen. Wetterausnahmezustand auch im umliegenden Brandenburg. Hier in Werneuchen, nordöstlich von Berlin, deckt der Sturm Dächer ab, bricht Bäume wie Streichhölzer um. Anwohner stehen unter Schock, sprechen von einem Tornado im Ort. Ein Wirbelsturm. Ehrlich? Ja, das war alles eins. Es flog mit einmal alles um unserem Haus herum. Dicke Hagelkörner gegen die Scheiben geflogen. Poltern hören, knallen hören. Ich habe bloß noch den Hund genommen. Ich habe ja so geschrieben. Ich hatte so eine Angst gehabt. Die haben mich alle festgehalten und haben gesagt, Cindy, bleib ruhig. Der Hagel verwandelt die Gegend stellenweise in eine Winterlandschaft. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, räumt umgeknickte Bäume und durch die Luft gewirbelte Gegenstände wie dieses Trampolin von den Straßen. Nicht das einzige Fluggeschoss. Ein Gewächshaus ist geflogen und ein außenstehendes Gerätehaus ist geflogen. Und unsere Kinder wohnen daneben, da muss ich jetzt mal gucken. Und das Pferd von da ist bei uns jetzt. In ganz Deutschland toben teils heftigste Unwetter. Tornado-Verdacht auch um nordrhein-westfälischen Frechen. Hier werden mehrere Autos und Dächer beschädigt. In Frankfurt müssen zwei Segler vom Main gerettet werden. Wegen des plötzlichen Wetterumschwungs waren sie mit ihrem Boot gekentert. Beim Tennisturnier Hamburg European Open trotzen die Teilnehmer dem schlechten Wetter. Nördlich der Hansestadt kommt es indes ebenfalls zu teils schweren Sturmschäden. Und auch der Zugverkehr in Deutschland ist betroffen. Umgestürzte Bäume stoppen am Abend einen Regionalzug im ebenfalls brandenburgischen Münchberg. Die örtliche Feuerwehr entfernt die Bäume von den Gleisen, versorgt die rund 50 Fahrgäste mit Getränken. Die Leute im Zug waren unverletzt, aber aufgrund dessen der Aufenthaltsdauer im Zug waren sie zum Teil dehydriert bzw. Betreuungspflichtig. Die Aufräumarbeiten in der Region dauern bis tief in die Nacht. Dennoch hatten die Menschen in Berlin und Brandenburg offenbar großes Glück. Berichte über Verletzte oder gar Tote liegen derzeit keine vor. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.